Lange vor uns, also dem modernen Menschen, lebte in Europa noch ein Verwandter, der Neandertaler. Der Kältespezialist trotzte als erster Mensch den extremen Lebensbedingungen in der Eiszeit. Warum der Neandertaler dennoch ausstarb, wir aber heute noch leben, das erfahrt ihr in diesem Video. Stellt euch mal einen Sommer vor, in dem es gerade mal 10 Grad warm wird. So fühlt sich wohl die letzte Kaltzeit an, die vor etwa 115.000 Jahren begann. Ganze Eispanzer bedeckten im Laufe dieser Zeit weite Teile Nordeuropas. Und mitten in dieser Welt lebte der Neandertaler. Die Böden waren knochenhart und trocken. Dort, wo das Eis endete, erstreckten sich karge Landschaften wie Tundra und Taiga. Doch der Neandertaler passte sein Leben gut an die widrigen Bedingungen an. Er sucht Schutz in Höhlen, beherrscht das Feuermachen und ist ein geschickter Großwildjäger. Auch anatomisch ist er die perfekte Antwort auf das Leben in der Eiszeit. Er ist robust gebaut, klein und stämmig. Im Verhältnis zu seinem Körpervolumen hat er wenig Hautfläche, dafür aber viel Muskelmasse, die Wärme erzeugt. Doch all das half ihm nichts. Vor rund 60.000 Jahren geschieht etwas vollkommen Unerwartetes im Leben der Neandertaler. Sie müssen zunehmend gegen Wetterextreme ankämpfen. Die Ursachen dafür sind in Forscherkreisen noch nicht geklärt. Es gibt aber weltweit Spuren für den plötzlichen Klimawandel in Seesedimenten. Mit einem Erdkernbohrer stoßen Wissenschaftler tief in den Sedimentboden. Er ist eine Art Klimaarchiv für die Forscher. In den Sedimentschichten haben sich jahrtausendalte Blütenpollen abgelagert und so einen Fingerabdruck hinterlassen. Die Pollenanalyse erlaubt einen Blick in die einzelnen Klimaphasen der Vergangenheit. Klimaforscher Frank Sirocco von der Universität Mainz liest daraus wie in einer Klimachronik. Das Besondere an diesen Kernen aus den Seen der Mare ist, dass wir keinen Sauerstoff im Bodenwasser hier haben und deswegen jede einzelne Jahresschicht erhalten bleibt. Und wie in einem Tagebuch können wir Schicht für Schicht analysieren und Schicht für Schicht das Klima des jeweiligen Jahres rekonstruieren. Je älter die Klimaphase, desto tiefer bohren die Forscher. Ein Jahr entspricht einem Millimeter auf dem Bohrkern. Ein Meter Tiefe bedeutet also 1000 Jahre zurück in die Vergangenheit. In 60 Meter Tiefe stoßen die Forscher auf die Zeit der Neandertaler. Der Bohrkern zeigt die unterschiedlichen Erdschichten. Dunkle Lagen markieren Phasen mit viel Wald und mildem Klima. Helle Schichten deuten auf eine karge Steppe mit Sommern hin, die 4 Grad kälter sind als heute. Das Überraschende bei den Analysen? Vor 60.000 Jahren ist das Klima schlagartig in Bewegung geraten. Das beweisen die schmalen Schichten in den Bohrkernen. Binnen kurzer Zeit wechseln sich Phasen kalten und warmen Klimas ab. Die Herausforderung dabei? Generationen von Neandertalern müssen sich immer wieder neu an die Umgebung anpassen. Wald und Steppe kommen und gehen im rasenden Tempo. 10-mal wechseln sich Warm- und Kaltphasen kurzzeitig ab. Der Neandertaler ist im Dauerstress bei der Nahrungssuche. Die Auswirkungen des Klimawandels sind für ihn dramatisch. Mit den stets neuen Umweltbedingungen kann er nicht mithalten. Die Folge? Er gerät an seine Grenzen. Vor allem bei der Jagd. Seine einzige Beute, das Großwild, wie Mammuts, ist durch den krassen Klimawandel abgewandert oder ausgestorben. Der Neandertaler hat keine Nahrungsgrundlage mehr. Ein zweites überraschendes Problem? Vor rund 40.000 Jahren bekommt er es mit einem Konkurrenten zu tun, unseren Vorfahren, dem modernen Mensch, dem Homo sapiens. Dessen große Population hat sich über Jahrtausende bis nach Europa verbreitet, auf der Suche nach einem neuen Siedlungsraum. Jetzt macht er dem Neandertaler die knappen Ressourcen streitig. Der moderne Mensch jagt mit neuen Waffen, wie dem Wurfspeer, eine revolutionäre Erfindung. So kann er seltene Beutetiere zielsicher aus der Distanz erlegen. Und außerdem setzt der Homo sapiens auf Teamgeist und Zusammenhalt in der Gemeinschaft, pflanzt sich schneller fort. Und sein Speiseplan ist vielseitiger. Da er Fische, Beeren und Wurzeln isst, hat er einen entscheidenden Überlebensvorteil gegenüber dem Neandertaler, der sich mit Fleisch ernährt. Für den Neandertaler war das auf Dauer zu viel. Ein ständiger Klimawandel und die Konkurrenz des vielseitigen Homo sapiens. Am Ende verliert der Neandertaler den Kampf ums Überleben.
Er ist nicht gemeinschaftlich genug, um seine Spezies zu retten. Vor vermutlich 24.000 Jahren stirbt im spanischen Gibraltar der letzte Neandertaler aus. Wisst ihr, wo genau in Deutschland Neandertalerknochen gefunden wurden? Dann schreibt's uns in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch mehr über die Eiszeit und den Klimawandel im Laufe der Erdgeschichte erfahren wollt, dann klickt hier.